Schönen guten Morgen, Freunde. Ich habe heute sehr gute Laune und wenn ihr gerade schlechte Laune habt, dann kommt doch einfach mal runter. Entspannt euch. Seid dankbar für euer Leben. Ich kann nicht glauben, wie toll dein Kanal ist. Ich habe angefangen, dich in der Grundschule zu schauen und jetzt bin ich verheiratet. Was laberst du? Ich habe doch erst vor 2 Monaten mit YouTube angefangen. Und habe 3 Kinder, denen ich immer zum Schlafen gehen deine Videos zeige. Wow. Nice. Ich kann mir nichts Entspannteres für ein kleines Baby zum Einschlafen vorstellen als solche Videos hier. Deine Videos haben mich und meine Frau zusammengebracht. Bruder, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Eure Familie ist dazu verdammt, irgendwie zu zerbrechen, weil beide geisteskrank werden. Oder die Kinder einfach schon früh eine absolute Psychose bekommen. Danke, Bernhard. Ich danke dir, Bro, und viel Glück im Leben und mit deiner Familie. Rate this hairstyle. Sexy, oder? Zehn von zehn. Dieser neue Pepsi Side Fade kommt sehr gefährlich und dieses Nudel, Burrito, Soße, Essstäbchen, was auch immer, kommt auch sehr, sehr gefährlich. Wirklich stabiler Cut, Junge. Wer ist dein Friseur? Also, ich kann mir wahrscheinlich schon vorstellen, wer dein Friseur ist. Wow, süßes Pärchen. Aber irgendwie erinnert mich das hier gerade an was anderes. Okay, nice. Ich glaube, sie macht Spiegelei. Sehr gut, dass die Kinder schon im jungen Alter gesund kochen lernen. Und jetzt noch ein bisschen Salz auf das Ei und es ist perfekt. Du hast da ein bisschen Ei in deinem Salz. Was ist das? Dort liegt einfach ein halber Kilo Salz. Ja, das konnte ich mir schon denken. Was ist das auch, Junge? Gordon Ramsay wäre echt enttäuscht von dir. Ich war heute wieder auf Instagram unterwegs und das Timing war wieder perfekt. Doesn't it seem so strange that our society eats so much junk food? I was trying to like... Ach du Scheiße, was geht denn bei ihm ab? Und willst du mir sagen, dass du hier alles alleine isst? What the f***? Der komplette Eimer mit Käse? Bro, hör auf damit. Am Ende endest du noch so. Ich hab noch nie so eine Körperform gesehen. Ist das überhaupt ein Mensch? Give me my refund, hurry up. Give me my refund. Der Bre daneben checkt auch gar nichts, was hier gerade abgeht. Kennt ihr diesen Trick, wenn man keinen Korkenzieher für seine Flasche hat? Dann packt man diese Flasche einfach so in einen Schuh und klopft das gegen die Wand ein paar Mal. Holy sh! Die komplette Wand ist gefickt. Das ist Rotwein, das geht nie wieder raus. No joke, wie kannst du das auch nicht checken, dass der Schuh da so richtig schlecht einfach runterfällt? Was? Oh nice, die sind da schön am Chillen in der Pause unter Freunden und auch der Among Us Bray ist mit dabei. Die ist einfach am Tindern, dort in der Schule. Bist du nicht erst 16 oder so? Nach was suchst du bitte auf Tinder? Nach einem Kameraden für deine Schulpräsentation oder was? Und wo ist eigentlich der Among Us hin? Bin mich verifiziert, glaube ich. Hä? Among Us? Oh. Wow, 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 stopp, 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 stopp. Junge, das Ding hat seine Rolle ein bisschen zu ernst genommen mit sus sein. Among Us? Oh. Help. Come on. Tu mir doch nicht so, als hätte es dir nicht gefallen. Boah, was ein ekelhafter Typ. Das Böse ist wirklich in ihm am Rufen, dass er sowas macht. Er hat die inneren Dämonen gewinnen lassen. Eduard Abi wird gehackt, freut sich und wird wieder gehackt. Der hat mein Account gehackt. Der Arme ist ja völlig am Ende. Oh no. Kann da bitte mal jemand traurige Musik einfügen? Der hat mein Account gehackt. Leute, mein Account ist wieder da. Zurück. Eduard Schäfer wieder da. Back am Start. Folgt mir alle da. Die Gewinnspiel kommt jetzt noch.
Das Gewinnspiel für euch mache ich noch. Geil, freut mich, Eduard. Zum Glück. Ich weiß ja noch, wie traurig du warst, als dein Account gehackt wurde, aber zum Glück hast du ihn jetzt wieder. Und jetzt wird dich erstmal so schnell niemand mehr hacken. Ein paar Sekunden später. Ich wurde wieder gehackt. Ja, tut mir echt leid. Und das Gewinnspiel, das wird aber noch aufgelöst, oder? Imagine, er hat sich selber gehackt, damit er das Gewinnspiel nicht auflösen muss. Bei manchen Zeugnisverleihungen kann man, wenn man aufgerufen wird, sich so seinen eigenen Song picken und den abspielen lassen dann. Wie so eine Intro-Musik. Sieht dann ungefähr so aus. Und der Bre hier hat es wirklich auf die Spitze getrieben. Ich habe wirklich mit allem gerechnet, aber nicht mit einem Dinosaurierkostüm. Was denken sich eigentlich die Schulleiter da? Ich glaube, die sind echt froh, dass sie ihn danach nie wiedersehen. Weil wer auf so eine Idee kommt, hat 100% nur Sch*** während der Schulzeit gemacht. Yo, post nochmal für das Foto. Im Fotobuch sind dann so alle Klassenkameraden ganz normal und mittendrin einfach dieser Dino. Ich sag euch jetzt mal meine Theorie. Ich glaube, die Dinosaurier sind wirklich noch nicht ausgestorben und die leben heimlich noch irgendwo dort draußen. Camera rolling, go. Alright guys, here we are today in Dino City Park. Yeah. Here we have a Velociraptor Mongolianus. Oh my God, Jason! Ich sag's doch, die Dinger leben noch irgendwo da draußen und ich hab da auch so eine Idee, wo sie sich verstecken könnten. Lagt ihr auch schon mal abends im Bett und habt euch gefragt, wie viele Cracker man wohl braucht, um sich an einer Stange festzuhalten? Nein? Ihr habt euch das noch nicht gefragt? Seid ihr dumm oder? Ladies and gentlemen, welcome to. How many crackers can hold me? One cracker. Two crackers. Three crackers. Five crackers. Ten crackers. Okay, das ist echt spannend. Aber wie muss dein Boden mittlerweile aussehen? 30 crackers. This is such a stupid f***ing idea. Nein, 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 das ist eine geile Idee. Vertrau. 40 crackers. 50 crackers. 60 crackers. 75 crackers. Man sieht in seinem Gesicht, dass er es jetzt schon bereut hat. 100 crackers. 120 crackers. 200 crackers. Okay, 200 Cracker müssen ihn jetzt aber echt halten. Wie viel hat er denn davon gekauft, Alter? Ja, also das war echt ein starkes Video und sah auch alles echt geil aus, aber meine Frage habe ich jetzt immer noch nicht beantwortet bekommen. Wie viele Cracker braucht man denn jetzt? Der hat sein komplettes Zimmer gef***t und hat es trotzdem nicht geschafft, sich zu halten? Ja, ist scheiße. Vielleicht probierst du es einfach nochmal mit einer anderen Sache, die jetzt nicht so teuer ist. Ladies and gentlemen, welcome to how many $100 bills can hold me? Ach so, nur 100 Dollar Scheine, das geht ja noch. One $100 bill. Two $100 bills. Three $100 bills. Er hat bis jetzt schon $600 minus gemacht in 12 Sekunden. Five $100 bills. Ten $100 bills. 11 $100 bills. 12 $100 bills. 13 $100 bills. 14 $100 bills. 15 $100 bills. 16 $100 bills. 17 $100 bills. 18 $100 bills. Holy shit! Geil, also ich habe das jetzt mal zusammengerechnet und ja, ist okay. Du hast nur ungefähr $14.000 verloren, weil du dich an einer Stange festhalten wolltest. Und du hast es nicht mal geschafft. For gits and shiggles, this is all I have left. This is seven $100 bills. That's all I have left. Der Ehrenmann hat sogar noch das Sparbuch von seinen Eltern geplündert für dieses Video. Nice. Jo, sehr nice sogar. Und dadurch, dass du es nicht geschafft hast, ich bin auf jeden Fall für ein Part 2. Mit 100-Dollar-Schein, versteht sich natürlich, bis du es schaffst. Man, 13 in 1. Genau das brauche ich. Frauen machen sich Real Talk so 3 Stunden fertig für einen Typen, der sich damit duscht. Man, 13 in 1. Nice, what does it have? Shampoo? Yeah!
Conditioner? Yeah! Body wash? Yeah! Toothpaste? Yeah! Mouthwash? Yeah! Deodorant? Yeah! Peanut butter? Peanut butter, okay, okay, okay. Geil, ich will mich unbedingt mit Peanut Butter einschmieren. Und wenn du willst, dass ich dich höchstpersönlich mit Peanut Butter einschmiere, dann like das Video. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.